So, ein weiteres Türchen hat sich geöffnet. Wir spielen heute Team Buddies für die PlayStation 1. Mal gucken, was das für ein Spiel ist. Camden Studio. Das sieht aus wie Tic Tacs irgendwie. Nice one. I've never seen anything like that before, have you? You beauty. What the fuck? So ein Frontschweinespiel oder so? Beziehungsweise an Worms wieder angelehnt? Werden wir gleich sehen. Single, Multi. Ich glaube, das ist ein Spiel, das ist an Frontschwein oder so angelehnt. Na gut, die Cutscene kennen wir jetzt mittlerweile schon, denke ich mal. Great Drop Zones, Seven Bonds to Contain the Street Surf. But we still have to use a pair of move out. Battle Hill, okay. Strength Team Space World. Join an enemy team. Das klingt schon verdächtig nach so einem zweiten Frontschwein, aber mal gucken. Okay, nee, das sieht nicht ganz nach Frontschwein aus. Das sieht ein bisschen, naja, das sieht ein bisschen anders aus. Okay, es hat also nichts mit Frontschweinen zu tun. Okay, ich habe ein NPC, der mir halt folgt. Wir können so Bäume anschießen. Wir können durch die Gegend ballern. Wir können wechseln zwischen den beiden Charakteren. Wir können so Kisten aufmachen. Und auch der NPC schnappt sich die Kisten. Auf jeden Fall schon mal sehr interessante Grafik. Ich denke mal, ich muss meine Basis verteidigen und
Achso, ja, stand da dran. Die Anime-Team muss destroyed werden. Ah, okay, ich habe keine Munition mehr. Man kann die Munition quasi... ja. Hier nachladen. Und auch meine Energie kann ich hier nachladen. Das ist eine interessante Art von Spiel, muss ich sagen. Und wie ich sehe, gibt es auch andere Arten von Waffen, wie zum Beispiel eine Schrotflinte und ein Maschinengewehr. Haben wir schon gehabt, jetzt eine Bazooka. Das macht irgendwo richtig Bock, das Spiel. Wir haben verloren. Aber ich denke mal, ich habe das Prinzip des Spiels verstanden. Und wie es scheint, gibt es auch mit der Zeit so Panzer und so. Ja, das können wir jetzt zwei Spieler freischalten. Uns bleibt nur erstmal der Battle Hill. Ich kann mich nicht beschweren, also das Spiel sieht gut vom Design her aus. Es macht auch Spaß. Also es verfolgt ein gutes Prinzip. Mit Select können wir so die Kamera drehen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wir können auch mit den Schultertasten hier so unsere Sicht ein bisschen erweitern. Okay, es zielt automatisch, wie ich sehe. Anscheinend können wir uns auch an Munition des Gegners bedienen. Das ist interessant. Ich denke mal, wenn der Gegner so leuchtet, dann sollte man ihn besser nicht angreifen. Irgendwas wollte mir gerade gehen, weil ich habe es gerade nicht genau beobachten können. Okay, wir haben irgendwie jetzt gewonnen. Ich muss sagen, das Spiel sieht echt interessant aus. Man denkt sich zuerst, könnte vielleicht was von Worms haben oder Schwanzbeine, aber nee. Dem ist nicht so. Das Spiel verfolgt anscheinend einen relativ eigenständigen Stil. Das finde ich sehr, sehr nice. Gucken wir uns mal die zweite Mission an. Okay, wir haben nur die Fäuste zur Verfügung. Und es gibt anscheinend auch so eine Art Granaten. Okay.
Okay, er hat jetzt Waffen. Die Musik ist auch ziemlich cool. Sehr passend. Okay, die Fahrräder kann man anscheinend nicht benutzen und ich bin gestorben. Ich würde sagen, wie gesagt, sehr interessantes Spiel. Macht doch Bock. Sehr, sehr nice. Ja, anscheinend gibt es auch einen Multiplayer-Modus. Das heißt, man kann es zu zweit spielen. Macht bestimmt tierischen Spaß zu zweit. Also, ist auch wunderbar Multiplayer-tauglich. Man kann es jetzt vermutlich auch Koop spielen. Würde ich mal meinen. Also gemeinsam. Und es scheint sich gerade verabschiedet zu haben, das Spiel. Was wahrscheinlich an der ROM liegt. Ja, es hat sich verabschiedet. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu Spiel Nummer 2. So, machen wir mal weiter, damit wir das Spiel ja irgendwie fertig über die Bühne bekommen. Was macht denn so ein Blinkkristall zum Beispiel? Gibt mir das vielleicht mehr von diesen... Ah. Jetzt habe ich glaube ich verkackt, oder? Okay, es scheint so eine Reserve zu sein. Okay, so sieht's aus, wenn du halt getroffen wirst. Sieht doch irgendwie grafisch für mich nicht wirklich ein PlayStation-Spiel aus, sondern mehr so wie ja, ein Retro-Spiel. Oh naja. Und ich habe schon wieder verkackt, oder? Ja, ich hab's glaube ich verkackt. Und scheint wohl, dass die ROM keine Musik hat. Oder es soll so sein, dass toll. Ich krieg's auf easy nicht mal hin. Na ganz toll. Das ist jetzt blöd natürlich. Punkte. Mal den Trainingsmodus anschauen. Ah, okay, die Kristalle auflösen. Ich verstehe, ich muss also alle Kristalle einmal auflösen. Alle Kristalle auflösen. Das scheint der Sinn des Spiels zu sein.
Benutzt den Joker, okay. Verstehe, diese leuchtenden Kristalle sind quasi Joker, die man benutzen kann. Interessant. Sehr, sehr interessant. Von der Spielmarke würde ich meinen, ist das Geschick so ein, ich weiß nicht, Puzzle Game, Geschicklichkeitsgame, sowas in der Richtung. Was sagen die Agenten? Achso, was sind die Agenten? Ja, die sind jetzt aber nicht so gefährlich. Ich denke mal, die werden noch gefährlicher später. Nur interessantes Spielsystem. Das ist ein sehr interessantes Spielsystem. Lass die Katze mal laufen. Ah, verstehe. Die ganzen Edelsteine müssen also zusammenpassen. Mit Hammer und Schlüssel. Ja gut, das haben wir schon gezeigt mit dem Schlüssel. Und dem Hammer ist halt, ja, dies. Die sind da halt eine Weile dann gestumpt. Und können nichts machen. Ja, und der Hammer hat halt eine begrenzte Wirkung. Beziehungsweise Dauer. Ich finde, das ist eine nette Idee für zwischendurch so ein Spiel. Das ist echt eine nette Idee. Gut, damit würde ich aber sagen, ist es für das mal genug. Morgen geht's dann... Ja, wir machen morgen mit dem Mega Drive weiter und bald kommt auch schon, ja, das 24. Türchen und da ist dann was Besonderes drin. Von daher, bis dann. Ciao. So, machen wir mal weiter, damit wir das Spiel ja irgendwie fertig über die Bühne bekommen. Was macht denn so ein Blinkkristall zum Beispiel? Gibt mir das vielleicht mehr von diesen... Ah. Jetzt habe ich glaube ich verkackt, oder? Okay, es scheint so eine Reserve zu sein. Okay, so sieht's aus, wenn du halt getroffen wirst. Sieht auch irgendwie grafisch für mich ja nicht wirklich ein PlayStation-Spiel aus, sondern mehr so wie ja, ein Retro-Spiel. Oh naja. Und ich habe schon wieder verkackt, oder? Ja, ich hab's glaube ich verkackt.
Und scheint wohl, dass die ROM keine Musik hat. Oder es soll so sein, dass toll. Ich krieg's auf easy nicht mal hin. Na, ganz toll. Das ist jetzt blöd natürlich. Punkte. Mal den Trainingsmodus anschauen. Ah, okay, die Kristalle auflösen. Ich verstehe, ich muss also alle Kristalle einmal auflösen. Alle Kristalle auflösen. Das scheint der Sinn des Spiels zu sein. Benutzt den Joker, okay. Verstehe, diese leuchtenden Kristalle sind quasi Joker, die man benutzen kann. Interessant. Sehr, sehr interessant. Von der Spielmarke würde ich meinen, ist das geschickt so ein, ich weiß nicht, Puzzle Game, Geschicklichkeitsgame, sowas in der Richtung. Was sagen die Agenten? Achso, was sind die Agenten? Ja, die sind jetzt aber nicht so gefährlich. Ich denke mal, die werden noch gefährlicher später. Nur interessantes Spielsystem. Das ist ein sehr interessantes Spielsystem. Lass die Katze mal laufen. Ah, verstehe. Die ganzen Edelsteine müssen also zusammenpassen. Mit Hammer und Schlüssel. Ja gut, das haben wir schon gezeigt mit dem Schlüssel. Und dem Hammer ist halt, ja, dies. Die sind da halt eine Weile dann gestumpt. Und können nichts machen. Ja, und der Hammer hat halt eine begrenzte Wirkung. Beziehungsweise Dauer. Ich finde, das ist eine nette Idee für zwischendurch so ein Spiel. Das ist echt eine nette Idee. Gut, damit würde ich aber sagen, ist es für das mal genug. Morgen geht's dann... Ja, wir machen morgen mit dem Megadrive weiter und bald kommt auch schon, ja, das 24. Türchen und da ist dann was Besonderes drin. Von daher, bis dann.
Ciao.